So, hallo! Die Horde rückt aus, keine Ahnung. Wir müssen ja noch im Hintergrund dann hier tanzende Valkyrie machen oder so ein Chip. Du musst aufpassen, jeder Baum macht dir Schaden, ne? Wollte ich mal gucken, ob die Panzer da Schaden bekommen. Wahrscheinlich ja. Guck mal, es sind drei. So, also wo gehen wir zuerst auf den oberen? Purple? Anscheinend ja. Oh, mein Auto! Mein Auto! Yeah. Es greift nicht an, es greift nicht an. Oder? Ich glaube, du kannst mit dem Viecher angreifen. Oh. Mein Auto ist weg! Das Problem ist, ich kann. So. Okay, ich kann sie einfach überfahren, okay. Aber wie nutze ich mein MG? Ich weiß nicht. Am Panzer. Das hat bestimmt eine extra Taste. So, ich mach die ganze Arbeit hier alleine! Option, Tastaturbelegung. Warte. Nächste Waffe Q. Ah, warte mal. Ah, mit Q kann man die Waffe wechseln. Okay. So, easy game. Au! Sorry. Alles weg, was ich hatte. Also, folgendes. Wir können die Viechter einfach überfahren. Das ist total egal. Okay. Wir haben genug Schaden. Wir fahren in die nächste Schlacht. Mein Inventar. Wir können auch einfach die Dinger überfahren. Ich bin davon durchgefahren. Mein Inventar. Wir brauchen das Zeug nicht zu schießen. Wir fahren einfach durch. Ja, geil. Boah, da unten ist richtig fett. Guck mal, ja, warte, ich will aber meinen Panzerfeuer nochmal reparieren vorher. Warte. Oh, brauche ich viele Reparaturkits. Oh. Mein Inventar. Wow. Machst du aufpassen, ich komme von oben. Okay, der Panzer kriegt kaum Schaden. Einfach nur geradeaus fahren, reicht. Ja. Toll, Master, ich habe 10 Lasertürme oder so dabei gehabt. Weißt du, wie teuer fuck, die sind? Sorry. Ich habe dich echt nicht gesehen. Oh, fuck. Wow. Das hat Schaden gemacht. Panzer gegen Panzer ist eine schlechte Idee. Ey, die Dinger, die machen echt alles kaputt. Ja. Ich glaube, ich überlebe es, wenn ich durch das Ding nochmal durchfahre, ne? Ich fahre einfach durch. Was für dich? Jetzt vielleicht irgendwo Holz ist kaputt. Oder Shit. Ja, hier oben ist alles voll Holz. Da, wo wir sind. Ist auch jetzt alles clear. Einfach durchfahren. Geil. Also die Monsternester sind kein Problem mehr, wir haben Panzerpurple. Wir fahren einfach durch und dann ist es kaputt. Ja, Chef euch! Damit fahrt ihr unschuldige Leute platt. Ihr Raudis. Wie gesagt, auf Master immer aufpassen. Folge. Ich glaube, ich habe aber dein Auto angefahren. Was dann explodiert ist, ich glaube, das war ich. Ja. Wo bist du denn? Dankeschön. Ich bin einfach wieder in der Base jetzt. Da kloppen, ey. Oh. Könnt ihr am besten. Ich kann nochmal ein, zwei Nester raiden. So, also, wir merken uns, Panzer sind geil. Ja. Selbst ohne Raketen, du musst einfach nur durchbrettern. Du musst ja nichts machen, außer Raketen, durchbrettern. Überleg mal, was das für bombastische Geräte werden. Yeah. Gib mir Raketen. Das Problem ist halt, die brauchen 10 Milliarden Reparaturkits, um dann wieder ganz zu sein. Ja. Aber ist ja auch legitim, die halten ja auch was aus. Naja. Also wir haben jetzt nur so extrem viel Schaden genommen, weil wir gegeneinander gefahren sind. Das muss man dazu sagen. Okay, also ich habe jetzt... Oh, ich habe schon ordentlich Munition verbraten. Ja, ich nicht. Ich habe irgendwie kaum was verbraten, weil ich einfach durch alles durchgefahren bin. Ein Panzer. Dann gib mir Holz. Ich fahre gleich. Ja, warte, ich habe 24 dabei. Kann ich das aus dem Panzer rausdroppen? Ja, da hier. Ja. Ui, ist hier ein gigantisches Nest. Ui. Vergiss nicht, du bist ein Panzer. Du musst dich hier ein Panzer benehmen. Das ist ein ganz, ganz großes Nest. Okay, wahrscheinlich gibt es dann auch später noch Monster, die halt wirklich dann so stark sind, dass die selbst mit dem Panzer diese Probleme machen. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. So, alles wieder neu machen. Kann man eigentlich... Wenn ich jetzt hier... Akkuschrauber auspacken, zusammenschrauben.
Ja. Wird mal wissen? Batterien haben. Scheiß drauf. Ich würde gerne mal wissen, was passiert, wenn ich jetzt hier einen langen Greifarm dran packe. Kann ich da das Ding beladen? Das wäre jetzt interessant. Nee, für Fahrzeuge gibt es glaube ich einen anderen Arm. Das ist der mit dem Plus dran. Der mit dem Plus? Ja, der, den man da erforschen konnte. Nein, das ist einfach das nur, dass du eine höhere Stapel-Dingens. Wenn Greifer Gegenstände von einem Behälter zum nächsten transportieren. Stapelgrößenbonus einfach nur. So können sie mehr zur gleichen Zeit bewältigen. Nee, funktioniert. Funktioniert. Also man könnte theoretisch einen Greifarm nehmen, um das Ding zu beladen. Wenn man es wirklich wollen würde. Aber ich meine, es ist ein Panzer. Ein verkackter Panzer. Ja, das ist schon geil. Auch wenn der mal Gas gibt. Nee. Wie gesagt, du musst einfach nur durch die Feinde durchfahren. Die haben keine Chance. Einfach nur einmal durchbrettern. Das musste Pirbel da auch spüren. Ich versuche noch ein bisschen und so. Ja, aber ich habe ein Holz mitgebracht dafür. Ich habe auch 24 Holz. Kannst du so ein schieben, das scheiß Holz. Penner. Ich hab's mit meinem Panzer gefarmt. Oh. Ich baue trotzdem da oben schon mal eine Mauer. Oh, da kommt Master. Aufpassen. Ja. Wir wollen nicht explodieren. Hattest du jetzt eigentlich mal einen Baum probiert, was passiert, wenn du dagegen fährst? Ja, der kriegt Schaden am Fahrzeug, aber minimal nur. Okay, kriegt der Dingens Schaden? Der Baum? Oder ist der weg, oder? Ja, der geht kaputt, aber das geht auch schon bei Autos kaputt. Okay. Purple, in etwa auf der Höhe, wo ich jetzt stehe, die Mauer einziehen oder noch höher? Ja, da reicht ja, das ist gut, ja. Okay. Ja, ich hätte da oben jetzt Türme hinstellen können, aber dann machst du sie jetzt alle weg. Achso, du hattest. Warum hattest du Türme dabei? Weil ich nicht damit rechne, dass mich meine Freunde hier mit Panzern über. Ja, wir haben Panzer! Was ordnest du? Das sind verkackte Panzer! Ich pack das mal. Ich pack's mal noch ein kleines Stück höher, dass wir vielleicht noch das Eisen und Kupfervorkommen mitnehmen, ne? Mhm. So, gucken wir mal. Uffs Kerbsche. Wenn ich ein Flugzeug kaufe, dann fliege ich mit dem ja auch rum. Und fahre nicht am Boden. Ja, dann triffst du wieder, dann fährst du wenigstens Leute über. Das kann man auch machen. Dann nimmst du vielleicht ein, zwei Vögel mit, aber. Die werden geschreddert, du. Eiskalt. So macht das Bauen Spaß. Ja. So macht das Bauen Spaß. Wie baue ich? Was sind Lasertürme? Sind Laserturm hier. Kann ich einbauen. Weiß nicht, ob meine Steinmauern reichen. Na gut, wir werden sehen. Ich habe noch zwei dabei. Oh! Na, okay. Na, die Ölquellen scheinen wirklich irgendwann zu versiegen. Ja, da steht aber auch was dran. Die haben ein Prozentding. Ja, das wusste ich halt nicht. Weil hier unten die Produktion bringt quasi gar nichts mehr mit der Batterie. Okay. Kann ich glaube ich alle wegreißen hier. Oh, hier ist ein Wald. Den hätten wir auch mit. Ja, da oben ist aber noch ein Monsternest. Pass auf. Oh, wie er das wieder abgemessen hat. Auf den Block genau am Eisen vorbei. Und er hat keine Mauern mehr, kurz vorm Ende. Scheiße. Okay. Boah, wie viele das sind, da brauchen wir aber Türme. So nah wie die dran sind. Oder kommst du kurz, Schnauzer? Was? Sonst greifen die unsere Mauer an. Und wir die nicht wegmachen. Okay, warte. Ich komme. Schnauzer to the rescue. Ich meine, die Mauern habe ich ja jetzt alle verballert erstmal. Wir haben ja erstmal so eine kleine Mauer. Das sind nämlich richtig viele hier oben. Ja, das sind auch richtig viele Bäume.
Fahr es einfach um. Noch welche? Nö, ne? Hast du alles? Müsste alles sein. Du hast noch welche hinten. Dann haben wir alles. Was mach ich jetzt? So, okay. Und die Geschwindigkeitsmodule, die ich hatte, sind auch weg. Oh nein. Toll, Master! Ja, ich dachte, dass du so sehr in den eingeladen, ey. Nichts als Ärger und Verderben. Ups. Diese Steuerung ist beschissen. Hast du die Steinmauer mitgenommen? Das ist das letzte Stück. Nein. Das ist ja ganz cool. Würde ich nie tun. Nie. Schlimm mit dir, Master. Schlimm. So, dann fahren wir wieder heim, ne? Die glorreichen Krieger kehren zurück von ihrer Reise und bringen Beute mit. Keine Ahnung. Drei Stürmer und Schätze aus fremden Nationen. So. Stopp, stopp! So, okay. Wir sind wieder daheim. Kinos, wir sind daheim. Ich weiß gar nicht, so ein Güterzug, kann der eigentlich auch Flüssigkeiten nehmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wird es wahrscheinlich nochmal eine Stufe geben. Es gibt ja auch für Flüssigkeiten, ich glaube, Förderbänder, oder? Förderbänder für Flüssigkeiten? Ich glaube nicht. Nein, Tanks. Ja. Ich guck mal ganz kurz. Gibt's für Zug noch irgendwas? Ich meine, wir haben jetzt Güter. Oh Gott, Mauern abzubauen ist ja ein Spaß, ey. Wo ist denn hier da? Kunststoffe, Flüssigkeit, Elektromotor. Ne, ich glaube, da gibt's nichts. Jedenfalls sehe ich jetzt nichts, was irgendwie darauf hindeutet, dass man mit, das? Laserturmfeuerrate. Ach so, okay. Schadensabhängung. Kugelfeuerrate 1. Wollen wir das mal erforschen? Nach Automatisierung. Mach doch, du willst. Von mir aus. Kugelfeuergeschwindigkeit 20%. Was ist das? Nachtsichtgerät. Ah, das sind die was brauchen das? Das können wir machen. Ach ne, das ist wahrscheinlich für diesen Anzug. Ach so, das ist für diesen Anzug. Okay. Gut, egal. Ach, da braucht das Exoskelett einen Kohlenstoff. Nee, Moment, oder? Braucht man das? Maximaler Energieverbrauch, ja, wahrscheinlich braucht man das. Ja, verdammt. Aber sonst sehe ich hier nichts, was irgendwie an einen Zug erinnert, der irgendwie Flüssigkeit. Wir können ja mal gucken. Wir haben ja einen Güterwagen hier. Pass mal auf. Ich meine, was wir machen können. Geht das? Hat sich mein Name geändert? Wir haben ja die Möglichkeit. Ich weiß nicht, wo du das machst. Machst du es hier? Nee. Machst du es hier? Nee. Wir können theoretisch auch jetzt die fortgeschrittene Ölverarbeitung hier unten machen, müssen wir nur Wasser zuführen. Ich weiß nur gerade nicht genau, gibt's irgendeinen Block, der Flüssigkeiten verfüllt? Ah, weil vielleicht Pumpe? Ja, eine Pumpe gibt's, ja, stimmt. Mach schneller, ja, weil es gibt ja Fässer. Es gibt ja leere Fässer, die man machen kann. Kostet einen Stahlträger ein Fass. Und dann gibt's irgend für was? Ah, nee, du kannst das. Ah, in normalen hier Montagemaschinen kannst du das machen. Ihr würdet euren Kacktürmen, wa? Befüllen. Jetzt habt ihr die Scheiße. Was? Ja, ihr mit euren Kacktürmen jetzt. Ich hab die ganze Zeit Alarm da, weil die angegriffen werden. Und? Mann, ey. Ups, jetzt hab ich Tor. Nichts als Ärger mit den Leuten hier. Naja, immer doch. Kennst du uns doch. Dafür sind wir hier. Ja, das ist unsere Daseinsberechtigung. Bestimmung. Hier. Oder nein, so. Das ist ruhig Bestimmung. Das trifft's ganz gut. So.
Ich mach mal hier ganz kurz die Produktion ein bisschen unterirdisch. So. Was brauchen wir jetzt nochmal? Wenn man da besser durchkommt. Was hast du jetzt gesagt, Purple? Hä? Hattest du oder Mastercard irgendwas noch gesagt? Hat ihr irgendwas noch gesagt? Bin gerade verwirrt. Egal. Also wir können's. Achso, du hast da unten schon die Mauer erweitert für dein Öl. Achso, okay. Gut. Alles klar. Ja. Apropos Mauer erweitern. Mir fehlen ja noch ein paar. Ich brauche ja noch ein paar Mauern. Kringel. Wir sollten überall so Kringel machen, dass wir, wenn wir faul sind, einfach von A nach B fahren können. Ja, weil einfach. Wo renn ich hin hier, Mädchen? Okay. Water? Water? Noch Water hin? Okay. Kugelfeuerrate beendet. Yeah! Yeah. Wollen wir gleich noch die 2 machen? Auch direkt. Oder Schaden. Geht auch. Ich hoffe, das geht auch für die Geschütztürme. Aber ich denke mal schon, ne? Geschütztürme sind extra. Achso, die sind extra, okay. Dann sind sie halt extra. Immer eine extra Wurst. Schlimm. Ja, so ist das. Kannst du Slalom fahren mit den Bäumen hier? So. Ah, einfach durch hier, das ist ein Panzer, hallo? Ja, ich habe aber keinen Bock mehr, 20 Reparatursets craften zu müssen. So. Damit haben wir ja dann eigentlich schon ein ordentliches Gebiet abgesteckt hier, ne? Ein Riesending. Halt nach unten noch nicht, aber es sollte kein Problem sein mit Panzern. Ne? Ich will. Nein. Ich müsste dir erst noch raffinieren. Was willst du? Was willst du da raffinieren machen? Ja, für was? Ja, Öl raffinieren, bevor ich es verarbeiten kann. Leg. Also, du hast das Spiel verlassen, kommst du nach. Ja. Ja, gut. Wow. Ne, da ist jemand anders reingekommen. Oder hat Master sich. Ach, Master hat sich umbenannt, oder? Ah, ich hab ihn umbenannt. Ach, verdammt, ich hab keine Sachen mehr. Du lachst. Was schlecht? Hast du ernsthaft? Ich dachte, ich hatte jetzt wirklich schon Angst, dass irgendwie. Glorious Destroyer, jawohl, jetzt geht's ab hier. Jetzt leckt das die ganze Zeit wegen dir, hör mal auf hier. So, Mauer oben ist soweit fertig. Fehlen halt nur noch dann die Türchen. Oh, und ich fahre natürlich sofort gegen die Mauer. Einmal hier oben ran. Philipp. Hello, it's me again. Oh Gott! Master! Master! Auf! Hopefully with my Intori back. Ach ja, Gott sei Dank. Man kann Multi-Account machen, das wissen wir jetzt, ja? Ohne mich hätte das nicht erfahren. Ohne dich hätte es uns nicht interessiert. Das ist doch jetzt gelogen. So, dann kann ich ja mal vielleicht die nächsten Folgen irgendwas überlegen. Also, ich würde trotzdem oben, dass wir irgendwie eine Mainbase drinne haben und dass wir erstmal oben das mit normalen Geschütztürmen machen. Einfach nur, damit meine Zugstrecke einen Sinn hat, was ich bauen will. Hätte ich ihn jetzt hier zum Bestimmen erinnern. Ich? Oh, gerne. Ja. Hier. Ich fall mal alles an hier. So. Siehst du, der macht auch alles dahin kaputt. Der ist nicht besser als ich. Ja, ich mach's wenigstens nicht ganz kaputt. Erst noch den Ausgang gucken. Ich hau's nur ein bisschen an. Ich eck da so halb schräg an mal. Aber das war's. Okay, also das heißt, ich werd auch mal gucken, dass ich meine, die hatten wir. Die Panzerbrechen hatte ich, glaube ich, schon automatisiert, ne? Ja. Okay. Machen wir mal 3 Slots voll. Okay, Panzerbrechende. Ah, plus 0,5. Ah, da ist schon das zusätzliche Zeug mit drin. Soll ich da gleich Kugelschaden 2 machen?
Oder Feuerrad? Mach doch, was du willst, Junge. Gibt's da überhaupt zwei? Wie sah denn das aus? Ach, da. Ach so, ach, dann kommt er mehr davon raus. Ah. Ja, toll. Dann machen wir das doch. Wie sieht denn das aus? Also, ich will eine Zugstrecke bauen. Dann. Die Panzerbrechende kann man sicher auch in die Geschütztürme reinballern. Ja, klar. Kannst alles reinmachen. Weil dann wäre das eine Überlegung wert. Wie ich finde. Mit der Panzerbrechende machen. So, warte mal. Explosives Kanonengeschoss oder Kanonengeschoss? Was wollt ihr haben? Der einzige Unterschied ist die Menge von Sprengstoff. Das eine braucht einen Sprengstoff, das andere braucht vier Sprengstoff. Er braucht jetzt alles Öl. Das dann was? Ich kann den Flammenwerfer machen. Kann man schon? Ja, ich könnte 6 Flammenwerfer machen, aber wir haben keinen Flammenwerferbrennstoff. Ja, wir haben noch keine Munition, oder? Ja. Ja, Leichtöl und Schweröl bräuchte man noch, dann können wir machen. Das haben wir ja im Endeffekt. Na gut, Schweröl weiß ich nicht. Haben wir das? Bestimmt, ja, wir haben glaube ich beide. Ja, das ist ja, Leichtöl. Überbleibst du von Petroleum. Was ich nicht ganz verstehe, warum wird Schweröl an der Seite rot dargestellt in diesem Tropfen, aber auf dem Tank blau? Und Leichtöl hat aber die richtige Farbe. Das ist mir von Anfang an irgendwie ein Rätsel gewesen. Du suchst schon wieder nach Logik, wo keine existiert, schnauze auf damit. Entschuldigung. Das machst du immer. Kennst mich. Warum brauchen wir immer Schwebe hier. Kennst mich doch. Leider, ja. Was? Ich dachte, wir sind... Das hast du richtig gehört. Ich dachte, wir sind Best Buddies. Was du denn, Brüder? Was? Essi, Brüder. Okay, wenn du meinst. Die Jungs vom Block. Was? Der Master hat wieder zu viel gesoffen, Leute. Warum macht er jetzt kein Petroleum? Ja. Hustensaft. In rauen Mengen. Na, wenn du meinst. Ach, du bist doch bescheuert. Okay, ja, ich weiß, ne? Was? Warum muss das jetzt so rum sein, ey? Scheiß Maschine. Wie macht man immer Rohre im Weg? Chemiefabrik? Ja, wie gesagt, ich hab schon ein bisschen die Rohre eingedämmt gehabt. Aber. Hier, Schweröl, Leichtöl. Da können wir noch direkt die Fabrik anhängen. Ja, wie gesagt, ich will jetzt und mal gucken. Eisen brauchen wir noch. Ja. Also Schwefelmarsch als Wasser und Petroleum. Petroleum ist im Endeffekt das Zeug, was hier ist. Okay, das haben wir hier. Okay, da können wir hier abzwacken. Also eine Chemiefabrik. Nicht Chemiefabrik. Chemiefabrik, wenn ich bitten darf. Ja, Schwab. Ich sag Chemie. Chemie, moin. Betonsfeier, das macht natürlich Sinn. Haben wir hier irgendwo Wasser in der Nähe? Ach, Pöbel legt da hoch schon Wasser. Oh, wunderbar, Pöbel. Das ist ja wunderbar, dann zwack ich mich da oben gleich mal mit dann an. So. Machen wir das einfach mal hier. Hier unten kommt doch auch Wasser raus, oder? Ne, das ist Öl. Ist das Wasser? Mal dran probieren. Sag mal, dann, wie's geht. Wasser und Petroleum. So, Öl und Wasser. Dann wird hier auch erledigt. Geht doch. Geht doch. Maschinen hier, ey. Schwefel. Wollen wir die Schwefel so hin jetzt da reinpacken, ne? Tür? Ne, warte. Schwefelsäure machen. So ist Schwefel ein Item oder eine Flüssigkeit? Schwefel ist ein Item. Schwefelsäure ist eine Flüssigkeit. Okay. Wasser für das. Okay. Eisenplatten und Schwer. Ah, ne, ich muss einfach mal übersetzen. So.
und. Ach, natürlich ist da kein Strom. Mist. Wir machen hier was anderes. Genau verkehrt rum hier. Was? Ich hab hier was versucht. Den Modellaufbau für den. Für die Verbrennungsanlage. Für das Flammenwerfergas. Okay, dann kann er das schon mal machen. Geil. Übernimm dich nicht, Master. Na, okay. Okay, so. Das dann irgendwie hier. Das hier. So. Brauche ich hier Eisen und Kupfer? Brauche ich hier. Du, was braucht das nochmal? Wo kriege ich denn jetzt Eisen her? Von der Eisenproduktion? Einfach. Du willst bald. Kann ich da einfach Wasser dran ballern? Wahrscheinlich. Hm? Ach, das wird schon gehen. So. Ja. Ein paar Röhrchen. Kann ich das nicht? Kriege ich denn das da rein? Weißt du, wie ich in die Montagemaschine Wasser reinkriege? Gar nicht. Du kannst normalerweise nur in Chemiefabriken, weil die haben Wasseranschluss. Ah, der Sprengstoff wird auch in der Chemiefabrik gemacht. Ach so, ich bin doof. Gut, egal. Alles gut, alles gut. Ich war einfach nur doof. Ich nicht widersprechen. Oh, da. Hierhin. So, Eisen, andere Seite Kupfer und na komm. Mache hin. Ich will Sprengstoff. So, was heißt das Ding irgendwie so? So. Noch ein wunderschönes Röhrchen dann angeklatscht. So. Und dann hier Sprengstoff. Da Schwefel. Einmal Strom. Größeren Strom. Kann ich den? Warte, wird auch schön. Jetzt bin ich nicht. Ach, verdammt. Egal. Machen wir es so. Okay. Das füllt sich, das kommt dann hier rein. Wenn wir noch das Petroleum anballern. Bup. Wasser und Petroleum fehlt, warum? Ach, es ist falsch rum. Ach, du willst mich doch verarschen, warum sind die Inputs bei dem Ding vordefiniert? Das heißt, du musst... Ja, das war in der Chemiefabrik bei mir vorher auch. Was ist denn das? Mann, warum das? Das macht einfach keinen Sinn, warum man das tun sollte, oder? Nicht wirklich. Dummes. Einfach doof ist das. Okay, dann halt so. Über zig Ecken kommt man schließlich auch zum Ziel. Also, wo bist du? Wo bist du? Hier? Weiß nicht, was ich jetzt sagen soll, außer hier. Wie wär's mit hier? Hm, wahrscheinlich. Oh Gott! Oh mein Gott! Man hat dem Destroyer wieder eine neue Waffe gegeben. Den super schlauen Destroyer, ne? Look, Purple. Boah, was macht er schon? Oh, hau ab! Du machst dir alles kaputt hier! Ah. Sorry. Kann er nicht so richtig ziehen? Ach doch, mit der Maus zielt man. Oh, jetzt hau ab! Das ist heiß. Das merkst du schon, oder? Bisschen. Die Armhaare sind etwas angesenkt.
Oh Mann. So! Warum? Ich produziere erfolgreich warum? Sprengstoff. Soll ich ja nicht mit Feuer spielen? Nehmen wir Sprengstoff. So, dann haben wir Sprengstoff. Und daraus können wir dann ja, hier unten Kanonenschosse machen. Produziere ich Flammenwerferzeug. Herzlichen Glückwunsch. Ah ja, das ist geil, da kann ich hier rumbrutzeln. Burner, sag ich dir. Da brutzelt die. Wobei, lustig. Reicht überhaupt das Petroleum, was hier ankommt? So mal rein nebenbei. Ja, für ein bisschen reicht schon. Nee, du brauchst kein Petroleum. Hey, nur wenn da schwer, oben das Ding Petroleum braucht und jetzt meine kleine Chemiefabrik hier, ich weiß nicht, ob die sich jetzt im Weg stehen. Okay, das ist so. Ach, du meinst, das ist hier für den Kunststoff? Ach so, ja. Ich nehme euch hier mal die Öle ab. Hat der kein Eisen? Ah, dang it. Achso, du hast hier oben eigentlich schon Schwefel drin. Und kein Wasser. Pöbel, kann ich da oben an deinem Schwefel mit anzwacken? Was für ein Schwefel? Achso, das verbrauchst du viel zu schnell. Nee, okay. Ja. Ja, da oben bitte nix abzwacken. Nicht in die Produktion. Ja, ja, wie, also ich habe halt hier unten jetzt ein Stück Petroleum weggenommen. Und ich glaube, jetzt haben wir Wartezeiten dadurch drin. Nur weil ich ein Ding mehr mit Schwefel jetzt hab. Voll gemacht, Schürze. Ich meine, es reguliert sich, sobald die Kiste voll mit Sprengstoff ist, aber trotzdem. Und irgendwie reicht unser Kupfer gerade nicht so, ne? Kann das sein? Hier hinten staut sich unser Kupfer. Ach nee, da hinten staut sich's, ja. Gut. Also. Ich meine, wir können ja nochmal. Wer hat den Greifarm hier gebaut? Boah, diesen Greifarm, der ins Leere geht. Wer hat den gebaut? Wo? Hier. Irgendwo hängen zwei Greifarme. Warte, ich muss erst hier laufen. Nee, das war ich nicht. Ist einfach ein Greifarm, der am Kupfer ist und sich sagt, Mensch, ich gehe nirgendwo hin. Ich mache hier mein Ding. Ich lade das einfach mal da runter. Ach doch, da hatte ich vorher noch einen Hochofen dran. Einen Spannungsbogen. Nee, Lichtbogenofen. So, Spannungsbogenofen. Also wenn, dann baust bitte aus. Mhm. Okay. Wenn wir jetzt nochmal ein mehr, das dürfte es noch ein bisschen schneller gehen. Achso, du hast das jetzt so aufgeteilt. Okay. Ich hab gar nichts gemacht. Nee, hier in der Mitte die Fließbänder. Das sieht voll komisch aus hier in der Mitte. So. Wie krieg ich da jetzt den Scheiß hin? Keine Ahnung, wo bist du überhaupt? Das Eisen haben. Ich geh mal gleich auf Kugelschaden 3. Wo ist Purple? Finde den Purple da unten. Was ist dein Problem? Was möchtest du machen? Du willst Schwefelsäure rein, oder wie? Nein, ich will jetzt Eisen hier hinten hinkriegen, dann hab ich alles fertig. Ach so, ja, das mache ich dir, komm. Hier hinten ist doch schon Eisen, oder? Ja, aber hier muss auch noch Eisen hin, in der Schwefelsäure und Scheiß. Dann machst du einfach einen intelligenten Greifarm. Ach stimmt, ja, die gibt's ja auch. Kannst vergessen. Nimm deinen Scheißdrecks hier weg, Master. Das war mein intelligenter Greifer. Du bist nutzlos. Das war ein normaler Greifer, du Depp. Oh, dann hab ich schon falsch. Mann. Immer mit Profis, ey. Einmal. Das ist einfach schlimm. So, jetzt läuft er dann hier auch. Luca Beautiful. So, und jetzt machen wir noch folgende. Ganz. Machen wir. Oh, schön. Das. Wäre nett, wenn du jetzt da mal abhauen würdest, Master, dann kann ich ja mal so weiterbauen. Oh, stehe ich dir im Weg. Ja. Jetzt hör auf, hier alles abzufackeln! Ich bin weg. Ja. Aber ich möchte es mal gegen echte Gegner ausprobieren. Also, die Öldinger hier unten sind halt wirklich sehr am abmindern. Also hier ist, unten kommt kaum noch was an. So, jetzt werde ich auch mal ordentlich Batterien produzieren. Also wir müssen bald eine große Pipeline bauen. Haben wir irgendwo einen riesen Ölvorkommen? Nö. Außer das da unten bei Purple. Ja. Na, wahrscheinlich in nächster Nähe Pipeline. Nicht mehr so wirklich, ne. Ja, weiter unten ist so ein bisschen was. Ja, aber es ist nicht viel.
Naja, gut. So, aber ich würde sagen. Wir sind noch zwei ungenutzte Pfützen. Wir haben 35 Minuten. Oh, so viele Batterien. Ich würde sagen, das wäre es erstmal, oder? Was meint ihr? Ja, ich bin fertig. Willst du wirklich die ganze Kiste voll mit Batterien haben? Als Backlog? Ja, oder? Will ich. Okay. Ja. Ich frag nur. Deswegen habe ich da eine Holzkiste gestellt. Gut. Kannst du einfach eine Eisenkiste nehmen und sie. Das brauche ich für die Laserdöner alles. So. Die Laserdöner. Also ja, die Laserdöner. Ein Ding Sprengstoff ist fertig, ein 50er Stack schon mal. Aber es dauert halt. Ich zwack das jetzt hier mal wieder auseinander. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich verbrauche zu viel Petroleum jetzt. Wenn ich das Ding mit dran habe. Ja. Wobei allgemein die Quellen da hinten eh schon am Versiegen sind. Nee. So, aber ich würde sagen, wir beenden es jetzt, weil wir haben 35, 36 Minuten. Ja, ich würde eh sagen, dass wir da unten die Ölquellen dann komplett nehmen. Dass ich vielleicht hier hinten für das kleine Ding die Ölquelle nehme und wir dann aber da oben dein Ding noch mit dran packen, weil du hast da wesentlich mehr als jetzt hier die vier. Ne? Okay. Jojo. Dann auf Wiedersehen. Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bei irgendwas. Keine Ahnung. Tschüss. Factorio. Oh, Factorio.